Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Busfahrschule OE-Kanal. Ich habe hier ja schon lange nichts mehr gepostet, nichts mehr hochgeladen, keine Short-Videos gemacht. Warum? Weil der Kanal, der trägt sich im Moment selbst. Die Sachen, die ich bis jetzt hier hochgeladen habe und so, die scheinen wohl immer noch beliebt zu sein. Ihr schaut es euch an. Klar, es kommen ja auch immer wieder neue Busfahrer hinzu oder auch die schon Busfahrer sind und noch ein bisschen was lernen wollen oder gucken können wollen, was Mehmet Oe da so macht. Und die Linien natürlich, die sind auch alle vorhanden, solange da nichts geändert wird. Ich glaube, nur die S20 hat sich geändert. Da habe ich aber auch drunter geschrieben, dass die sich geändert hat und nicht mehr so in dieser Form gefahren wird. Ja, es gibt keine neuen Linien mehr, die ich fahre oder fahren soll. Deswegen kommt hier auch keine neuen Linien, Fahrten mehr zustande. Aber ich kann euch zeigen, wenn jetzt ganz neue hinzugekommen sind, die den Kanal noch nicht kennen, die Mehmet Oe vielleicht noch nicht kennen, von Hörensagen irgendwo mal gehört haben. Pass auf, da gibt es so einen Typen hier bei Fehlingreisen, der zeigt so ein bisschen, was er selber kann, die ganzen Linien und so was alles. Und wenn ihr gerade mal so eine neue Linie fahren wollt, insbesondere natürlich hier bei uns, deswegen, die Idee ist ja auch so entstanden von mir, wo ich das selber gelernt habe, alles, dass wir den neuen Fahrern schnell wie möglich die Linien zeigen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt neu auf dem Kanal und suchst eine Linie, wie du die fährst. Ganz einfach, ich zeige dir das mal am Beispiel. Ich gehe mal rüber am PC, schnell eben mit der Aufnahme, das sind zwei, drei Klicks und schon weißt du, wie gefahren wird. Nach dem Intro. So, und hier auch noch mal ein Beispiel. Ich mache es mal an. Ist dafür gedacht, wenn Moment, von Anfang an. Warum ich den Kanal erstellt habe, so eine Bekanntmachung eben halt von dem Kanal. Hallo Leute, schön, dass ihr mich auf diesem neuen Kanal hier gefunden habt. Was erwartet euch hier? Wofür ist dieser Kanal gedacht? Dieser Kanal ist dafür gedacht, wenn ihr Busfahrer werden wollt und den ersten Schritt noch nicht gemacht habt, mit Unterstützung der Fahrschule Europa und natürlich meinem Arbeitgeber Fehlingreisen, werden wir euch den Beruf Busfahrer näher bringen. Denn ihr seid die Zukunft. Bleibt dran, Leute. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Und bleibt dran, denn ihr seid die Zukunft. Genau, so hatte ich angefangen. Das erscheint auch, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich zeige euch das mal hier am Computer. Wenn ihr meinen Namen eingegeben habt, Busfahrschule OE in die Suchleiste, egal ob bei Google, egal wo ihr das gemacht habt, dann seid ihr hier bei mir auf meinem Kanal. So, wenn ihr dann irgendwelche Linien sucht oder irgendwas, was euch interessiert, sucht, dann habt ihr hier unten die Übersicht, Videos, Short, Live, Playlist. Das ist wichtig, Playlist. Einfach mal anklicken. Dann seid ihr hier auf den ganzen Playlisten. Wenn ihr Bussimulator sucht, einfach hier drauf. Wenn ihr türkische Videos sucht, ganz am Anfang habe ich mal auch türkische Videos gemacht, auch mit Türkisch gesprochen. Schwimmfahrten, ganz wichtig von uns, von VKU. Berufsverkehr, Linien, haben wir nicht allzu viele, aber habe ich mal hier eingestellt. Ich hatte mal auch Live-Sendungen gemacht. Da könnt ihr euch auch alles angucken, die ganzen Prüfungsfragen. Short-Videos, Abfahrtskontrolle, wenn ihr das sucht. Hier so kleine Sachen, Anerkennung Busfahrer, Stellenangebote, Schullinien, das ist wirklich wichtig. Da haben wir ganz viele von. Die neuen Fahrer, die werden auch erstmal hier diese Schullinien und so kennenlernen. Dann Tipps vom Busfahrer. Live-Unterricht-Videos, habe ich auch mal gemacht eine Zeit lang. Dann Fahrschulvideos, alles komplett, was mit Fahrschule zu tun hat. Von Busworld 2019 habe ich noch was. Dann Buslinien VKU, das ist auch ganz wichtig für euch.
Dann hier so ein bisschen türkische Musik. Das sind die ersten. Die habe ich alles mal drin gelassen. Der Kanal hat sich zweimal, glaube ich, geändert. So, wenn ihr dann hier, sagen wir mal, die Buslinien gucken wollt, einfach mal draufklicken. Dann fängt auch schon direkt das erste an. Und hier könnt ihr dann aussuchen, welche Linie schauen wollt. R52, Linie C11, C11. Ihr könnt natürlich auch hier auf meinem Kanal, hier auf der Suche, hier oben, auch alles einstellen. Wenn ihr zum Beispiel Linie C5 sucht, hier C5 eingeben, dann landet ihr automatisch hier. Aber so ist es einfacher, so habt ihr die ganze Übersicht. Schaut mal, wie viele Linien ich schon für euch abgefahren habe. Ja, da kann man das so richtig sehen. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt so ein älteres Video. Hier sagen wir mal hier Linie 19, 119. Ist einfach mal anklicken. So Leute, wir sind heute in Unna und fahren die Linie 119. Diese Linie wird... Seht ihr, so fängt das dann an, direkt von Unna aus. Und ihr könnt die Linie so mit mir mitfahren. Ich spule mal ein bisschen vor. Ne? Als ob ihr selbst fahrt. Abklickende Vorfahrt, fahren wir links weiter. Genau, da zeige ich auch, wie so ein Navi eben halt, wie das da weitergeht. Wir brauchen uns jetzt nicht das ganze Video anschauen, aber so im Prinzip sind die anderen Linien auch alle. Ich bin da alleine gefahren, ohne Fahrgäste, natürlich Erlaubnis von unserem Unternehmen. Ist ja auch für die Allgemeinheit gut und für diejenigen, die solche Standaufnahmen oder wie das da heißt, sich anschauen, ist das auch sehr interessant. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen animieren, hier auf dem Kanal so Sachen zu suchen, was ihr so braucht. So, das Video ist zu Ende, war ganz kurz, eben halt so eine kleine Info, damit ihr informiert seid, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wie ihr euch zurechtfindet. Aber es werden natürlich hier noch andere Videos kommen, wenn ich wieder was Neues entdecke, irgendwie neue Linien oder was Kurioses, was ich euch mitteilen muss, dann werdet ihr das hier erfahren. Aber ansonsten bleibt ruhig auf dem Kanal und vernachlässigt auch nicht die anderen Kanäle, mittlerweile ja auch den Reisekanal und auch den Hauptkanal, den habe ich erweitert mit einer Eurotour. Da verreise ich Wochenenden und jetzt im Urlaub, was jetzt auch bevorsteht, ganz Europa und zeigt da die ganzen Bahnhöfe, den ÖPNV und all sowas. Und für den Tech-Kanal natürlich, den habe ich auch noch. Jetzt aktuell kommt ein Gimbal-Video raus, der müsste auch heute um 12 Uhr erscheinen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den auch anschauen. Und dieses Handy, was ich jetzt, womit ich jetzt aufnehme, diesen S24, den habe ich auch vorgestellt. Könnt ihr euch alles anschauen und euch wohlfühlen auf dem Kanal von Mehmet Oe. So, in diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oe. Ciao, Leute.